So, wie es aussieht, hat irgendwas sie wieder geärgert und die kommen jetzt wieder an. Natürlich sind sie alle unbeschädigt, ist klar. Aha. Oh nein. Sag mal, du sollst mal vielleicht, wo sollst du bleiben? Geh mal in den Kühlschrank. Kannst auch was essen. So. So, jetzt kommen die hier durch. Jetzt gehen die wieder nach Hause? Was soll der Scheiß? Fast als wären die zu schlau. Ja, eine. Carsten, ja, okay. In der Zwischenzeit haben wir Carsten eine Beinprothese angesetzt. Er kann schon wieder einigermaßen laufen. Linker Mittelzeh fehlt immer noch. Da wollten wir eine andere Beinprothese ansetzen. Über kurz oder lang sieht Carsten aus wie Darth Vader. Hier sind immer noch die Fallen, die eigentlich komplett nutzlos sind. Kann ich ebenso gut hier mal außer Kommission machen. So. Außer die schon angefangen wurden. Was ist hier los? Carsten, ja, was willst du? Hast du sogar ein neues Bein? Kannst Fernsehen mit Jefim zusammen? Wahrscheinlich irgendwelche Jalos. Wir brauchen Kibbel für den Hund. Trockenfutter zubereiten. So, und das Trockenfutter tun wir mal hier hin am besten. Ist das hier unsere Fleischfresserzone? Lager, alles löschen. Kritisch, Trockenfutter. So, ist jetzt die Frage, sollen wir die einfach ignorieren, jetzt wo wir unseren antimechanistischen Schutzwall haben hier? Dann haben wir aber, da haben wir ständig Winter, weil der Klimaregulator hier macht die Temperatur hier immer 10 Grad tiefer, als es eigentlich ist. Jetzt minus 24 Grad, das ist schon übel kalt, sag ich mal. Sag ich mal so. Das müssen wir alle dahin schicken und dass wir einen konzertierten Angriff nochmal starten und hoffen, dass wir möglichst viele von den Maschinen tot kriegen. Carsten. Pulsgewehr. Okay. Kann mal einer Trockenfutter machen hier. Chie zum Beispiel. Warte mal. Eigentlich haben wir momentan genug Essen. Also machen wir mal alles auf Einschlafen. Bis auf das Trockenfutter. Dann wird er ja wohl Trockenfutter machen. Siehste, geht doch. Können wir dann den lieben Herrn Timmerwolf mal wieder in
Tiere innen reintun. Siehst du, geht doch. Wie viel Essen haben wir jetzt eigentlich? 116. Okay. Wiederhole, bis du X hast. Und da machen wir mal aus den 116 250. Kopieren das. Und machen das hier in die andere Küche auch rein. Bewegen wieder auf 83, das ist doch gut. Kolonist nicht beerdigt. Was? Mensch ist tot. Eine Wundinfektion gestorben. Das ist ja gemein. Warum liegt hier... Das ist Benches wahrscheinlich, okay. Ja, da ich nicht neu laden will, würde ich sagen, den holen wir uns einfach wieder, weil sonst ist ja ein bisschen traurig. Nein. Entwicklungsmodus. Zack. Ah! Plonk. So. Da hat er auch keine Wundinfektion mehr. Entwicklungsmodus aus. So. Er hat immer noch seinen permanenten Bruch und seine Brandnarbe. Aber dafür hat er keine Blutvergiftung mehr oder was das war. Wundinfektion. So. Ihm wird eine neue Chance zum Leben geschenkt. Und was macht er? Er setzt sich direkt vor den Fernseher. So, wie sieht das Tieregebiet aus? Das ist doch... Ein Wildschwein wurde zahm, okay. Warten wir mal, bis alle wieder laufen können. Und dann können wir mal versuchen, uns hierum zu kümmern. Schon wieder die Zebra, oder was?
Großhändler, okay, hoffentlich. Hoffentlich laufen die nicht durch den Mechanoiden-Cluster. Wie das läuft, das Laufen mit der Beinprothese. So. Stahl können wir kaufen. Parker haben die im Angebot. Kriegsmaske aus Holz. Bett aus Jade. Okay. Was nicht alles gibt. Bauteile. 34 Bauteile. Das sieht doch gut aus. Für 1338. Das ist mehr als wir haben. Aber wir können ein Holzbein verkaufen. Und diese ganze Kleidung hier. Sehr gut. Helm aus Silber, wo habe ich den her? So, du trägst mal bitte jetzt die Bauteile weg, weil die können verderben. Und ich sag mal, Kerstin trägt das Silber und ich trage den Rest vom Silber. So. Weil mit den Bauteilen können wir dann wieder... Oh. Nuno und Wildschwein 1 haben ein individuelles Band geknüpft. Nuno hat sie Jupiter genannt, wie in hier Jupiter Ascending, bloß ein Wildschwein. Vielleicht sieht das Wildschwein Mila Kunis ähnlich oder so, man weiß es nicht. Wildschwein zusammen, trägt nun den Namen Wildschwein an zum Ort springen. Jupiter. Weibchen Wildschwein, Alter 8. Okay. Können das mal hier hinstellen, vielleicht. Eigentlich können die durch die Lampen durchlaufen, aber vielleicht ist die Lampe im Weg beim das hier noch wegmeißeln. Geht's Bench, schläft. Permanenter Bruch in der Wirbelsäule, das ist nicht schön. Mir fehlt ein Zeh und ein Finger. Okay. Carsten ist verwirrt. Carsten hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war Pessimist. Okay. Aufgrund der gefährlichen Temperatur, ja, minus 24 Grad ist nicht so toll, ne? Können wir nicht. So einen Mörser bauen hier. Und die bombardieren. Warte mal, und wenn wir das können... Was? Ein Mechanoiden-Cluster landet in der Nähe der Cluster, bleibt zunächst... Was? Wollt ihr mich verarschen? Ein Sonnenblocker, jetzt auch noch.
umso wichtiger, dass wir den Mörser bauen. Aber wir bauen die mal hier hin. Und gleich zwei davon. Dann gucken, ob wir hier Munition bauen können. Brandgranate, EMP-Granaten brauchen wir. Warum nicht Bench immer noch? Warum kann Bench nicht laufen? Das verstehe ich nicht. Bench läuft doch! Warum ist er hier immer noch... Warum liegt er hier auf der Seite? Das verstehe ich nicht. Komisch. Vielleicht weil wir ihn wiederbelebt haben oder so. Warte mal, ist das jetzt zu weit weg? Ist das der Radius? Das kann es doch wohl nicht sein, oder? Warte mal, fangen wir mal hier an. Warum ist Bench kein Schmied? Der war doch Schmied. Machen wir die alle mal auf Schmied. Sowas. Ja, nee. Wir haben momentan genug Probleme hier. Ersatzorgane, ja, die werden wir bald auch brauchen, glaube ich. Toll, die Heilwurzeln vergammeln, auch das noch. Wir haben jetzt EMP-Granaten. Deaktivieren kurzzeitig, okay. Also das ist schon mal eine Idee.
Ich speichere mal ab und lade neu. Laden wir mal einen anderen Spielstand. Hoffentlich repariert das Bench. Nikolas Hammer und Ilja. Guck mal, so sieht das aus, wenn man ein normales Spiel anfängt, ohne irgendwelche Vorteile, die man sich gibt. Und das ist auch die blödeste Karte der Welt, weil hier ist alles offen. Aber naja. Mag ja sich im Berg reingraben, das ist immer relativ sicher. Na, siehst du, jetzt ist Bench wieder aufrecht. Sehr gut. Sehr gut. So, das kannst du mal bitte nicht bemannen. Keine verfügbaren Geschosse. Wieso? Ich habe doch hier. MP-Granaten. Muss ich jetzt die Granaten auch noch... Ach so. Darum bauen die das nicht. Das ist außerhalb der Mechanoiden-Cluster Sicherheitszone. Immer noch nicht wirklich nah genug dran. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wovon haben wir Steine genug? Wir haben genug Marmor. Okay, dann machen wir mir hier eine Marmorwand. Hier machen wir eine Lagerzone. Und hier löschen wir alles, machen kritisch. Und wo war das bei Waffen? Hergestellt Munition. Munition, Munition, Munition. Mörsergranaten. Zack. Gucken wir mal, ob das läuft dann. So. Bin ich mal gespannt. Okay.
Scheint euch Ziel genauso gut wie die anderen. Haben die überhaupt Schaden bekommen? Nein, keine Beeinträchtigung. Okay. Ja. Weißt du was, wo ihr schon mal da seid? Okay. Okay, gut, gut, gut. Also vielleicht die Sache mit den Geschossen war doch eine bessere Idee. Und scheinbar treffen die auch. Also die schießen hier regelmäßig übers Ziel hinaus. Also vielleicht kommen sie dann da unten auch an. Bloß dann halt... Bloß dann halt nicht so... Nicht so treffsicher. Also vielleicht lade ich dann an dem Zeitpunkt beim nächsten Mal wieder neu. Und dann schauen wir uns mal an, was da passiert. Müssen wir vielleicht ein paar mehr von den EMP-Granaten kaufen. Und vielleicht Brandgranaten, obwohl ich glaube, EMP ist vielleicht besser bei den Mechanoiden. Hätte ich eigentlich nur einmal voll treffen müssen und schon wäre das gegangen. Schauen wir uns mal spaßeshalber die Verletzung an. Kerstin. Hypothermie, Blutverlust, Schnittbruch, Schnittbruch, Stichbruch, Schnitt. Nussi, rechte Niere zerstört. Ich weiß nicht, ob das schon war. Sieht so aus, als wäre das schon gewesen. Magenstich, linker Arm, Schutz und Stich im Oberkörper. Blutverlust und Bruch. Carsten hat sein Bein ist noch in Ordnung, seine Beinprothese. Aber dafür ist der Rest, die rechte Arm, linke Arm, quälende Schnittnarben. Okay. Und Nunu? Schwerer Impulsblaster, Schuss, leichter Blutverlust. Okay, aber wie gesagt, da laden wir nochmal. Das war hier nur mal ein Versuch, weil ich habe hier nur zwei rumliegen sehen zu schlafen. Und die sind jetzt auf dem Weg zur Basis hier. Und da ist so einer dabei. Das ist ein fieses Teil. Ja, okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked und subscribed und schreibt einen Kommentar am besten. Und sagt euren Freunden Bescheid. Und ja, dann beim nächsten Mal mal schauen, ob wir eine bessere Strategie finden, ohne zu schummeln hier. Jo, dann bis denn. Auf Wiedersehen.